Damen und Herren, bei Autotest Schwaben haben wir heute den Toyota Avensis T25, gebaut von 2003 bis 2008. Zum Avensis kann man nur sagen, es gab ihn in drei Karosserieversionen, einmal Stufenheck, Fließheck und die hier gezeigte Kombi-Version. Ja, in Sachen Qualität kann man dem Avensis hier ein durchschnittliches Zeugnis ausstellen. Die Verarbeitungsqualität bei Toyota eher durchschnittlich, vor allem im Innenraumbereich lösten sich Kunststoffteile, die waren auch nicht besonders kratzempfindlich, waren auch recht kratzempfindlich. Es gab zwar Wurzelholz wie bei diesem Fahrzeug, aber insgesamt, wie gesagt, die Qualität eher bescheiden bei Toyota. Ein großes Problem war die Rostvorsorge, denn die Japaner sparten hier deutlich an Konservierung. So gab es im Unterbodenbereich Rost an den Achsen. Wie wir hier bereits bei diesem Fahrzeug sehen, wir haben hier ein Modell aus dem Jahr 2007. Dieses Fahrzeug hat bereits deutliche Rostansätze. Man sieht es hier deutlich am an der Hinterachse. Der Wagen hier hat eine Laufleistung von knapp 200.000 Kilometer. Auch ein Problem bei Toyota. Die Heckleuchten sind hier eingetrübt. Die sollten ausgetauscht werden beim nächsten TÜV. Ein kleines Problem auch hier bei den Xenon-Scheinwerfer, die gingen häufig kaputt. Und auch hier ist diese Kunststoff-Streuscheibe bereits ziemlich ausgeblichen und matt. Müsste man beim nächsten TÜV machen. Die Bremsen sind auch nicht besonders solide, halten eher weniger als 100.000 Kilometer. Zu den Motoren durchweg solide, kosten bei Toyota ein 1,6 Liter Motor VVTi mit 110 PS. Dann gab es einen 1,8 Liter VVTi mit 129 PS. Dann gab es einen 2,0 Liter VVTi, der hatte 147 Pferde. Einen 2,4 VVTi mit 163 PS bildete ihn beim Benzinerbereich die Speerspitze. Dann gab es noch einen 2,0 Diesel, der hatte 115 PS. Es gab einen 2,2D mit 156 sowie einen 2,2D mit Diesel Cut, der hatte 177 PS. Der Toyota, seine Stärken aufzuzählen, wo ist besondere Stärke beim Toyota? Ein dickes Plus gibt es für die Zuverlässigkeit, ein Plus für gute Motoren, wären wir aber auch schon bei den Schwachstellen. Minuspunkt, Rostvorsorge, Scheinwerfer, besonders die Xenon-Scheinwerfer gingen häufig kaputt. Dazu waren die Streuscheiben matt und auch die Heckleuchten machten große Probleme. Der Auspuff rostet häufig. Ein weiteres Problem sind die schwach dimensionierten Bremsen sowie die eher mäßige Verarbeitungsqualität. Deshalb bekommt der Toyota Avensis T25 von uns auch nur 2 von 5 Sternen und damit ein wenig empfehlenswert.